Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuallererst möchte ich noch mal festhalten, Atalanta ist eine erstklassige, eine erfolgreiche maritime Sicherheitsoperation. Die Piratenangriffe in der Region konnten durch Atalanta und die Schwestermission massiv reduziert werden. Wir sollten nicht vergessen, dass auf dem Höhepunkt der Krise am Horn von Afrika im Jahr 2010 wurden 49 Schiffe entführt. Über 1000 Seeleute waren zeitweise Geiseln. Es kam zu Toten. Und in 2011 wurde Lösegeld im Gesamtbetrag von 160 Millionen Dollar bezahlt, das einzig einer kriminellen Elite zugute kam. Durch die maritime Operation gingen diese Zahlen deutlich zurück. Und zuletzt gab es lange Zeit überhaupt keine Entführungen mehr. Jetzt hat es wieder einige einzelne Angriffe gegeben, in der Intensität aber keinesfalls vergleichbar mit dem früherer Zeiten. Und das zeigt doch allein schon den Erfolg der Operation Atalanta. Atalanta ist auch erfolgreich, weil die Mission in einer einzigartigen Weise auf internationale Zusammenarbeit setzt. Für Atalanta haben neben den EU-Staaten auch andere Länder wie Norwegen, die Ukraine, Kolumbien Kriegsschiffe gestellt. Neuseeland hat mit Aufklärungsfähigkeiten beigetragen, Serbien, Montenegro mit Stabsoffizieren. Und im Februar wurde sogar eine südkoreanische Fregatte für einige Zeit Atalanta unterstellt. Und derzeit sind Spanien und Italien bei den Schiffen dabei. Deutschland und Spanien stellen die Aufklärungsflugzeuge. Und dazu kam bis Ende 2016 die NATO-Operation Ocean Shield. Aber auch viele andere Nationen beteiligen sich am gemeinsamen Kampf gegen die Piraterie. Ich halte es für wichtig und gut, dass so praktische Zusammenarbeit zum Beispiel auch mit China oder Indien stattfindet. Gerade China übernimmt hier in einer sehr positiven Weise internationale Verantwortung. Die chinesische Lenkwaffenfregatte Julian hat Anfang April 2017 eingegriffen, um einen bedrohten Frachter zu retten. Sie wurde unterstützt von einer indischen Fregatte. Beide Länder stehen ja sonst nicht für so enge Zusammenarbeit. Insofern ist das auch ein positiver Nebenaspekt. Zugleich ist die Mobilisierung der internationalen maritimen Wirtschaft hervorzuheben. Die Selbstschutzmaßnahmen der zivilen Seeschifffahrt, die Best Management Practices, haben maßgeblich zu den Erfolgen der letzten Jahre beigetragen. Vor allem die Ausweisung bestimmter Korridore sowie der Einsatz privater Sicherheitsteams. Wir haben aber gesehen, die Situation bleibt sehr fragil. Seit Beginn des Jahres hat es wieder eine ganze Reihe von Piratenangriffen gegeben, sogar eine Entführung. Einschätzungen, das Geschäftsmodell der Piraten sei unrentabel geworden, haben sich leider als falsch erwiesen. Warum? Einmal, weil die Zahl der Marineeinheiten zurückgenommen wurde. Einige Frachtschiffe halten sich nicht mehr an die empfohlenen Korridore, kürzen ab, fahren zu nah an die Küste oder zu langsam und führen keine bewaffneten Teams mehr mit sich. Die weiter existierenden kriminellen Netzwerke sind aufmerksam und schlagen entsprechend sofort wieder zu. Aber, meine Damen und Herren, zudem bleibt die Situation natürlich in Somalia und in der Region insgesamt komplex und dramatisch. Wir haben das hier schon gehört. Viele tiefere Gründe für die Piraterie sind nicht beseitigt. Somalia bleibt ein Failed State, trotz kleiner Hoffnungszeichen durch eine neue Führung im Land. Armut, Hungersnot, Seuchen wie Cholera, organisierte Kriminalität, der Terrorismus halten das Land weiter in ihrem Griff. Terroristen und Kriminelle rekrutieren die Armen und die, die ohne Hoffnung sind. Wenn der Staat kein Geld hat, seine Sicherheitskräfte zu bezahlen, wenn Jobs und Perspektiven fehlen, wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Was folgt also daraus? Zum einen ist die Fortsetzung von Atalanta derzeit alternativlos. Wir sind auf sichere Handelswege angewiesen. Ein Einstellen der Patrouillen hätte desaströse Effekte für die Handelsschifffahrt und die Lieferung des Welternährungsprogramms. Wichtig, gerade wegen der aktuellen Dürre und Hungersnot. Da ist es ein umfassender, ganzheitlicher Ansatz richtig. Der braucht viel Geld, der braucht viel Zeit. Und er zeigt leider nur langsam Erfolge.
Aber wir müssen schließlich weiter die Not und die Armut bekämpfen und versuchen, Berufs- und Lebensperspektiven vor Ort zu schaffen. Wir leisten hier schon sehr viel über die Entwicklungszusammenarbeit, über die humanitäre Hilfe. Wir dürfen es nicht der Al-Shabaab überlassen, den hungernden Menschen dort zu helfen, sondern wir müssen selbst noch stärker uns dort engagieren. In diesem Sinne ist auch Atalanta als erfolgreicher und wichtiger Einsatz gegen die Bekämpfung der Piraterie ein wichtiger Baustein. Ich bitte deswegen, einer Verlängerung dieses Mandates zuzustimmen. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet und wir kommen zur Beschlussempfehlung.